Fangen wir einfach damit an, dass ich Ihnen kurz die Büste Max Webers vorstelle. Wir reden über den führenden deutschen Sozial- und Kulturwissenschaftler um 1900, 1864 in Erfurt geboren, in ein protestantisch, kulturprotestantisch, nationalliberales Elternhaus. Max Weber ist ursprünglich Jurist gewesen, hatte dann im Alter von 30 Jahren aber einen nationalökonomischen Lehrstuhl. Er entzieht sich den klassischen disziplinären Zuschreibungen, also man kann nicht sagen, er ist Jurist oder Nationalökonom. Später hat er sich als Soziologe verstanden. Manche haben in ihm auch einen Philosophen gesehen oder einen bedeutenden Kulturhistoriker. Er hat in ganz unterschiedlichen Disziplinen gewirkt. Wir stehen hier am Max-Weber-Platz, der ursprünglich gar nicht nach dem Max Weber benannt war, sondern nach einem Haidhausener Magistratsrat gleichen Namens. Erst 1998 wurde er in den Max-Weber-Platz umbenannt. Das hier ist ein sehr lebendiger, lauter Verkehrsknotenpunkt, auf dem viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit sind, hin und her eilen. Und es ist zugleich ein guter Ort, über moderne Gesellschaften nachzudenken, über eine gut funktionierende Infrastruktur. Und Max Weber hat sehr provokante Thesen zu modernen Gesellschaften aufgestellt. Er hat behauptet, nur wir im Okzident, das heißt in Europa, haben einen rationalen Staat mit einer rationalen Bürokratie und einem rationalen Recht. Und nur wir haben eine rationale Wissenschaft und eine rational methodische Lebensführung. Das sind die Hauptgedanken, die er auch in seiner protestantischen Ethik ausführt. Wenn wir über Max Weber reden, reden wir über den bedeutendsten deutschsprachigen Kultur- und Sozialwissenschaftler um 1900. Den Autor von Texten, die alle weltberühmt geworden sind. Einer der berühmtesten Texte stammt aus dem Jahr 1904 und 1905, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, also der Versuch, die sozialmoralischen und mentalitätsmäßigen Voraussetzungen des modernen Kapitalismus zu rekonstruieren. Bis heute gilt dieser Text als einer der wichtigsten, oder viele Sozialwissenschaftler sagen, als der wichtigste sozialwissenschaftliche Text des 20. Jahrhunderts. Der Puritaner wollte Berufsmensch sein. Wir müssen es sein. Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie jenen mächtigen Kosmos der Modernen an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden, nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Weltberühmt ist Max Weber durch zwei Vorträge in München geworden. Das eine ist der Vortrag Wissenschaft als Beruf und das andere ist der Vortrag Politik als Beruf. Weber hat diese Vorträge jeweils auf Einladung des sogenannten Freistudentischen Bundes gehalten. Es ging ihm darum, den Studierenden so etwas wie das Ethos der Wissenschaft nahezubringen und auch den Ernst der politischen Lage. Ein berühmtes Weber-Zitat lautet, dass wer sich sozusagen den Problemen der Zeit nicht ernsthaft und intellektuell seriös stelle, zur politischen Führung, zur politischen Elite nicht berufen sei. Hier in der Seestraße in der Nähe des Englischen Gartens verbrachte Max Weber die letzten Monate seines Lebens. Hier in dem Haus in der Seestraße 16 wohnte er vom Dezember 1919 bis zu seinem Tod am 14. Juni 1920. Und heute erinnert ganz verdeckt eine Gedenktafel an ihn. In diesem Haus bearbeitete er seine letzten großen Werke, die gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie und Wirtschaft und Gesellschaft. Die Korrekturfahnen sind durch seine Geliebte Else Jaffe von Richthofen überliefert. In diesem Haus wohnte natürlich auch Marianne Weber, seine Frau, die eine Frauenrechtlerin war und eigentlich auch Abgeordnete in Baden, die aber dann ihr Mandat aufgegeben hat. Die Situation im Haus war sehr schwierig, weil mehrere Leute hier wohnten und außerdem war die Heizsituation in dem Nachkriegswinter sehr, sehr prekär, sodass sich Max Weber gefreut hat, dass er nach den Weihnachtsferien
endlich wieder an der Universität in seinem beheizten Büro arbeiten konnte. Hier an der Universität lehrte Max Weber nur 3 Semester, und zwar das neue Fach Gesellschaftswissenschaft. Und er hatte sein Büro hier im staatswirtschaftlichen Seminar, das eben auf der Rückseite des Hauptgebäudes in der Amalienstraße liegt. Durch seine politischen Reden und auch Schriften im Ersten Weltkrieg war Max Weber wirklich eine ganz anerkannte Persönlichkeit. Deshalb kamen Hunderte von Studenten, die ihn einfach einmal gehört haben wollten. Deshalb mussten dann alle Vorlesungen im größten Hörsaal im Audimax stattfinden. Und Max Weber hat eigentlich immer gesagt, Tatsachenfeststellung und Werturteile gehören getrennt. Und es war sein wissenschaftliches Credo, das zu trennen. Und einmal hat er hier in München dagegen verstoßen, und zwar, weil rechtsradikale Studenten gegen sozialistisch-jüdische Minderheiten polemisiert haben und die wirklich angegriffen haben. Münchner Post vom 22. Januar 1920. Pöbeleien und Aufschneidereien der Studenten. Am Samstag kam es in der Universität gelegentlich des AKO-Rummels zwischen 2 Studenten zu Auseinandersetzungen, und der eine nannte sozialistische Studenten eine Bande. Professor Weber hatte am Montag dieses Schimpfwort in seiner Vorlesung scharf gerügt. Der Streitfall der beiden Studenten war vor dem Rektor bereits beigelegt. Am Mittwochabend 6 Uhr erschienen aber die Studenten zur Vorlesung des Professor Weber in großer Zahl. Professor Weber nahm, bevor er die Vorlesung begann, seinerseits die scharfe Rüge zurück, da der Streit der beiden Studenten durch gegenseitige Erklärungen erledigt war. Es setzte aber ein Pfeifen und Johlen ein. Man hörte antisemitische Rufe, und Professor Weber, obwohl der Rektor einsprang und zur Ruhe mahnte, musste auf die Vorlesung verzichten. In der Stadt wurde der Vorfall rasch bekannt, und in einer Wirtschaft in der Altstadt renommierten Studenten, sie hätten Professor Weber zur Universität hinausgepöbelt. Sie legten dabei dem Professor die Äußerung in den Mund, es sei bedauerlich, dass die Regierung vor den Studentendemonstrationen zurückgewichen sei und AKO begnadigt habe. Eine solche Äußerung hat Professor Weber sicher nicht gemacht. Die erste Vorlesung, die Weber gehalten hat, galt den allgemeinsten Kategorien der Gesellschaftswissenschaft, sein soziologisches Grundalphabet. Und die Studentin Julie Meyer-Frank hat gesagt, die Definitionen prasselten auf uns nieder wie Peitschenhiebe einer unerbittlichen Logik. Vor mir liegt die Akte, die die Materialien, die Quellen enthält zur Aufnahme Max Webers in die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Das war ein schwieriges Verfahren, weil es gegenüber Max Weber erhebliche politische Bedenken gab. Keiner hat sozusagen bestritten, dass es sich um einen außergewöhnlichen und hochbedeutenden Wissenschaftler handelt. Aber man hat seine nationale Zuverlässigkeit in Frage gestellt, sodass die Wahl sehr knapp ausgefallen ist. Max Weber hat nur 4 Stimmen mehr gehabt, als er tatsächlich brauchte. Es hat 16 Gegenstimmen gegeben. Das ist schon ein massiver Protest. Und Weber hat sich darüber sehr echauffiert, hat den Wortführer, wie er fand, seiner Gegner zur Rede gestellt in sehr scharfen Briefen. Und er hatte zunächst überlegt, die Wahl in die Akademie gar nicht anzunehmen, hat das dann aber doch gemacht, war allerdings von dem Leben in der Akademie sehr enttäuscht. Es gibt eine berühmte Briefstelle. Akademie, zum Sterben langweilig. Dass es so etwas noch gibt, ist einfach fabelhaft. Eine zu 50% veritabel schlafende Gesellschaft von 40 bis 50 Leuten um einen Tisch, während einer eine Sache von 1 bis 2 Stunden vorliest. Nein, es ist zu toll. Max Weber hätte bei der Vorstellung, dass ausgerechnet die Bayerische Akademie sich einmal der Pflege seines Werks widmen würde, spöttisch gelacht. Seit 1976 befinden sich hier im Haus eine Max Weber Spezialsammlung und Spezialbibliothek, ein Anlass für viele Forscher aus aller Welt, hier nach München zu kommen, so zum Beispiel auch der junge Schweizer Doktorand Christian Marti. Ich habe vorhin gesehen, als ich dieses Besucherbüchlein durchgeblättert habe, ich war 2016 das erste Mal hier, dann 17 und jetzt haben wir schon 20. Ich habe Geschichte und Philosophie studiert, von 2009 bis 2015.
und bin da in beiden Fächern interessanterweise auf Max Weber gestoßen. Das hat mich sehr fasziniert eigentlich von Anfang an. Ich würde sagen, die Thesen einerseits, der Schreibstil andererseits, aber auch dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, die Figur irgendwie, die Persönlichkeit, der Mensch hinter diesem Werk, hat mich gepackt. Was genau es ist eigentlich noch schwer zu sagen. Ich glaube, es hat immer so ein bisschen zu tun gehabt, dass ich fand, diese Figur ist so sehr freiheitlich, so unabhängig. Das hat mich beeindruckt. Irgendwie er ließ sich weder in eine wissenschaftliche noch in eine politische Tradition einordnen. Er kannte zwar sehr viele Traditionen und irgendwie nahm er das auf und so, aber man merkt immer, so richtig dazugehören tut er nicht. Das hat mir sehr gefallen, das hat mich gepackt, kann man sagen, diese Unabhängigkeit. Und dann habe ich 2015 die Möglichkeit gekriegt, eine Doktorarbeit zu schreiben. Das habe ich dann gemacht, und zwar über Max Weber, ein Denker der Freiheit, die ist sogar hier gleich parat. Habe ich auch dieses Freiheitsmoment habe ich dann ins Zentrum des Buches gestellt. Weiterhin bin ich als Weberforscher tätig, auch nach meiner Doktorarbeit. Das hat mich also in dem Sinne nicht losgelassen. Ich arbeite weiterhin darüber und bin jetzt zum dritten Mal hier, wo ich gerade sitze, in der Max Weber Gesamtausgabe, genau gesagt in der Arbeitsstelle der Max Weber Gesamtausgabe. Ich finde, das ist ein toller Ort, um über Max Weber zu forschen. Der beste Ort, würde ich sogar sagen. Wieso? Sicherlich aus zwei Gründen, zumindest aus zwei Gründen. Erstens sind da die Handexemplare, die Max Webers, also solche Bücher, die er besessen hat und die er reingeschrieben hat und so weiter. Da kann man immer schön sehen, was er gelesen hat, wie er es gelesen hat, welche Autoren er positiv rezipiert hat und welche nicht. Und zweitens dann, warum es mir auch sehr gut gefällt hier in der Gesamtausgabe, hier gibt es noch viele, viele andere Bücher, nämlich solche über Max Weber von anderen Forschern, solche auch, die Max Weber gelesen hat, wahrscheinlich gelesen hat oder aus denen er zitiert hat. Da kann man auch genau nachschauen, welche Stellen hat er denn aufgenommen von anderen Autoren und so. Und die Max Weber Gesamtausgabe präsentiert jetzt erstmalig und in insgesamt 47 Bänden dieses weit gespannte Werk. Sie wird verantwortet von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und ist im Auftrag der Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte durchgeführt. Diese 47 Bände, sie werden jetzt abgeschlossen sein in Max Webers Todesjahr 2020, gliedern sich, die gesamte Ausgabe gliedert sich in drei Abteilungen. Die erste Abteilung, Schriften und Reden, enthält Webers wissenschaftliches Werk, seine politischen Schriften und Reden und alle Schriftstücke, die zu seiner Tätigkeit in Wissenschaft und Politik überliefert sind. Die Abteilung 2, Briefe, hier sind im Laufe der Recherchezeit etwa 3500 Briefe zusammengeführt worden, ein eigentlicher Nachlass. Max Webers existiert ja nicht. Diese Abteilung 2 enthält alle Briefe, die Max Weber geschrieben hat, nicht aber die fast gar nicht überlieferten Gegenkorrespondenzen. Und die Abteilung 3 enthält erstmalig seine Vorlesungen und Vorlesungsnachschriften, die er während seiner Universitätstätigkeit in Freiburg, Heidelberg und dann wieder in München gehalten hat. Die Manuskripte und dort, wo keine Manuskripte überliefert sind, die Nachschriften seiner Hörer. Ich sitze hier an der Redaktion des allerletzten Bandes der Max Weber Gesamtausgabe. Es sind Max Webers Vorlesungen zur praktischen Nationalökonomie, die er das erste Mal im Sommersemester 1895 in Freiburg gehalten hat und dann noch zweimal in Heidelberg. Was man hier sieht, sind die Notizen, die angeboten werden vom Geheimen Staatsarchiv in Berlin über den DFG-Viewer. Und so kann halt jeder seit ungefähr 3 Jahren diese Notizen selber lesen
Das heißt, falls er dazu in der Lage ist, denn man sieht, die Handschrift von Max Weber ist doch eine große Herausforderung. Und das ist eben die Leistung, die wir mit dieser Edition erbringen, dass wir zunächst mal diese Notizen entziffern. Max Weber, und das ist eben das Besondere an dieser Vorlesung, hält sie vermutlich nicht bis zum Ende, denn die Paragraphenzählung bricht am Ende ab. Spätestens seit dem Sommersemester 1898 war Max Weber erkrankt, eine Nervenerkrankung. Wir würden heute wahrscheinlich von einem Burnout sprechen. Er war dann in den Sommersemesterferien oft im Sanatorium und auch im Sommer 1900. Das war der Tiefpunkt der Erkrankung. Da war er in Urach und Marianne Weber hat Kärtchen für ihn vorgeschrieben, wo er dann wie ein Grundschüler nur eingefügt hat, ich habe gut geschlafen. Und manchmal hat er dann noch selber einen Satz hinzugefügt, wie hier, das Aufwachen gestern ohne dich war greulich. Man hat immer behauptet, dass Weber, der dann eben seine Vorlesungstätigkeit ganz niedergelegt hat und im Oktober 1903 aus dem badischen Staatsdienst entlassen worden ist und erst danach seine berühmte Studie, die protestantische Ethik, geschrieben hat, dass das ein Neuansatz war und mit der Zeit vor der Erkrankung eben nichts zu tun hat. Und jetzt kommt das Spannende, dass diese Vorlesungen hier, die er eben in den 90er Jahren gehalten hat, doch schon Calvin und die protestantische Wirtschaftsethik erwähnen. Und das ist das wirklich Spannende an dieser Vorlesung. Und wir sind deshalb sehr froh, dass sie jetzt verfügbar sind. Wir befinden uns hier im Maschinenraum der Edition. Und zwar finden sich hier in diesen Regalen die Editionsmaterialien unserer verschiedenen Arbeitsstellen. Hier auf der rechten Seite die Akten aus Heidelberg. Die Arbeitsstelle ist von Rainer Lepsius, einem Soziologen, und dann von Wolfgang Schluchter, ebenfalls ein anerkannter Soziologe, geleitet worden. Und auf der anderen Seite finden sich die Akten der Düsseldorfer Arbeitsstelle unter der Leitung des Historikers Wolfgang Mommsen. Und in den 80er, 90er Jahren waren beide Weber-Arbeitsstellen wirkliche Hotspots der Weber-Forschung. Und weiterhin haben wir die Unterlagen der Konstanzer Arbeitsstelle und unserer eigenen Arbeitsstelle hier in München, die zugleich Geschäftsstelle und Generalredaktion der Max-Weber-Gesamtausgabe gewesen ist. In Zukunft werden diese Regale hier, diese Bestände, ein Gedächtnisort der Max-Weber-Gesamtausgabe sein, die eine der wichtigsten Editionen der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist und jetzt zum 100. Todestag von Max Weber am 14. Juni 2020 abgeschlossen sein wird. Und insofern gibt es jetzt auch schon Besucher aus aller Welt, die wegen dieser Bestände hier nach München in die Akademie kommen. Mein Zugang zu Max Weber ist ein vielleicht durchaus außergewöhnlicher, denn ich habe nicht Soziologie studiert, ich habe auch nicht Geschichte studiert, sondern Afrika-Studien und mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit einem Konzept von Max Weber auseinandergesetzt. Dabei handelt es sich um das Charisma-Konzept und das habe ich angewandt auf Boko Haram, also eine Terrororganisation, die im Norden von Nigeria unterwegs ist und untersucht, ob der ehemalige Anführer Mohammed Yusuf zum einen als Charismaträger analysiert werden kann und dann im Anschluss daran, was das impliziert für die internen Herrschaftslogiken von Boko Haram im Sinne einer charismatischen Herrschaft. Hier in diesem Regal sieht man einmal, wie viel Hintergrundarbeit für einen Band unserer Edition, in diesem Fall der Herrschaftssoziologie Max Weber, nötig gewesen ist. Das ist ein Band, den ich selber bearbeitet und herausgegeben habe. Deshalb stehen jetzt hier auch die Ordner, die ich mit Hintergrundmaterialien, Forschungsliteratur und Recherchen gefüllt habe. Wie man hier schön sehen kann, es fängt in der antiken Geschichte an, geht über ethnologische Forschung, dann das klassische Europa, aber weiter bis Japan und in den Islam hinein. Was man an diesen Regalen hier unschwer erkennen kann, unsere Edition ist im analogen, vordigitalen Zeitalter gestartet und sie ist finanziert worden, 45 Jahre lang, teilweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Akademienprogramm, auch durch Stiftungen und Privatspenden,
Aber was das ganz Entscheidende ist, ein Großteil der Editionsarbeit ist ehrenamtlich erfolgt durch unsere Herausgeber und Bandherausgeber. Und insofern steckt in diesem Editionsprojekt unheimlich viel Leidenschaft und Begeisterung auch für Max Weber. Hinzu gehört auch, dass unser Verleger, Max Webers Hausverlag, diese Bände, die wir eben aufgearbeitet haben, über die ganzen Jahre gedruckt und vermarktet hat. Den Sprung, den wir jetzt gehen wollen von der Print-Edition richtig ins 21. Jahrhundert, ist eine digitale Ausgabe unserer Edition, sodass dann die Edition für Menschen, egal an welchem Ort dieser Welt sie sich für Weber interessieren, unsere aufgearbeiteten, textkritisch geprüften Texte mit Anmerkungen und allen Apparaten abrufen können, damit weiterarbeiten können und weiterforschen können.